Dieses Virus hier ist aber jetzt eine Immune-Escape-Variante. Die Immunität in der Bevölkerung ist für so ein Virus sowas wie ein unwegsames Gelände. Stellen Sie sich einen Sandweg vor, voller Matsch. Und jetzt sehen Sie, da ist ein Auto, das fährt schneller als ein anderes. Und Sie überlegen, woran könnte das liegen? Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dieses Auto, das hat eigentlich gar keinen größeren Motor, das hat breitere Reifen. Das kann über diesen Matsch besser drüber fahren mit einem gleich starken Motor. Und das ist, glaube ich, im Moment ein bisschen das Omikron-Virus in unserer Bevölkerung. Wir haben so eine Immunität in allen Bevölkerungen. Das Virus, das zeigen wissenschaftliche Daten immer mehr, hat aber von seiner inneren Verbreitungsfähigkeit, von seiner PS-Stärke im Motor eigentlich gar keinen Vorteil zu dem, was vorher da war. Das ist ein Auto mit einem gleich großen Motor, aber breiteren Reifen für den Sandweg. So, und wir sind auf einem Sandweg. Wenn Sie beide Autos auf die Autobahn setzen, dann sehen Sie, die sind weiterhin gleich schnell. Vielleicht hat sogar das eine mit den breiteren Reifen einen kleinen Nachteil auf der Autobahn, weil es nicht so gut vorwärts kommt, die Reifen machen mehr Reibung. Und dieses Beispiel lässt sich tatsächlich auch übertragen, denn das ist eigentlich, was Sie sehen, wenn Sie sich diese Durchbruchsinfektionen hier jetzt anschauen, bei diesen beiden Autos. Also wenn Sie jetzt Leute vergleichen, die gar nicht geimpft sind, dann sehen Sie keinen großen Unterschied. Das ist eine gute Neuigkeit. Wir können vielleicht so ein bisschen davon ausgehen, dass dieses Virus deswegen besser kontrollierbar ist in seiner Geschwindigkeit. Das ist, was wir sehen hier bei uns in Deutschland, längere Verdopplungszeit. Dieses Virus ist in sich gar nicht stärker. Wenn wir aber jetzt eben auf diesem Sandweg sind, dann sehen wir, dieses Virus kommt eigentlich besser vorwärts, obwohl es einen gleich starken Motor hat. Ich weiß nicht, ob dieses Beispiel nachvollziehbar ist. So, und jetzt wäre es eben falsch zu sagen, dass dieser Sandweg nicht existiert, also dass nicht geimpft wurde. Der Sandweg bremst jedes Auto ab. Die Impfung bremst jedes Virus ab. Das ist ganz entscheidend, sich das klar zu machen. Und was wir mit der Impfung machen, ist, wir machen immer mehr Matsche auf diesen Sandweg drauf, bis das Auto irgendwann stecken bleibt. Dann kann sich das Auto nicht mehr verbreiten. Wir haben inzwischen gelernt, wir kriegen keine Herdenimmunität bei diesen Viren. Das heißt, dieses Auto wird sich immer weiter durchkämpfen, aber das wird irgendwann ganz schön langsam werden. Und dann sind wir im endemischen Zustand.